Weißt du über K.O.-Tropfen? Nicht besonders viel. Also ich habe noch keine Erfahrung mitgemacht. Nur, dass man immer vorsichtig sein soll und auf sein Getränk aufpassen soll. Ja, K.O.-Tropfen lassen einen dass man da nicht mehr weiß, was man ist, dass man dann irgendwo in Clubs oder so den Verstand verliert oder so und einfach unzurechnungsfähig wird. Und ja. Nee, die werden doch in Trinken gemischt und wenn du die nimmst, dann merkst du nichts mehr oder so. Auf Partys werden die meistens dann halt benutzt, um so junge Mädchen zu verführen, sage ich jetzt mal so. Nicht so viel. Also ich weiß nur, dass das so Tropfen sind, womit man niemand anderen außer Gefecht setzen kann oder also die man jemand vielleicht ins Glas mischt oder so und dann ist der nicht mehr zurechnungsfähig und macht irgendwas, was weiß was ich. Also riechen tun die nicht, oder? Ich denke, die riechen nicht, weil die macht man ja ins Trinken rein. Ich denke, die schmeckt man auch nicht. Ja. Wer ist besonders gefährdet? Potenziell würde ich sagen, eher Leute, die irgendwie, kommt drauf an, wenn man sich so im Nachtleben aufhält, kann ich mir das vorstellen. Also die Mädchen. Ja. Auf Partys. Ich denke mal, wenn man betrunken ist und abends in der Disco ist und nicht auf sein Getränk Acht gibt, da ist man gefährdet. Vor allem, wenn man gerade in Clubs geht, abends weggeht, feiern geht, wenn man sein Getränk stehen lässt. Was kann man tun, um Übergriffe zu vermeiden? Ja, wie gesagt, immer auf sein Getränk aufpassen, auch wenn man betrunken ist und es nicht einfach irgendwo stehen lassen oder sich auf irgendwelche Typen einlassen, die schon so ein bisschen danach aussehen, sich keine Getränke von Fremden ausgeben lassen unbedingt, wenn man nicht dabei ist und sein Glas immer mitnehmen. Naja, immer sein Glas eben immer im Auge behalten und nicht einfach so weggehen und das irgendwie stehen lassen. Sein Trinken beobachten, ja. Also nichts mit von fremden Männern ausgeben lassen oder so. Ja, immer im Auge behalten. Das Tückische an K.O.-Tropfen ist, dass sie ganz unbemerkt einsetzen können, weil sie eben farblos sind, geruchlos und weitestgehend geschmacklos. So, wenn sie in Mixgetränk gemacht werden, bemerkt es kaum jemand. Und bei geringer Dosierung ist es so, dass es auch einem Alkoholrausch ähnelt. Also das ist so erstmal euphorisierend oder auch dämpfend ist, eben wie unter dem Einfluss von Alkohol. Bei höherer Dosierung kommt es zu Benommenheit, Übelkeit auch und eben Kontrollverlusten, Sprachstörungen. Alles ähnelt im Grunde schon, als wäre man unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Drogeneinfluss stimmt ja auch so, nur dass es eben nicht willentlich so ist, sondern dass die Person, die davon betroffen ist, gar nicht weiß, was mit ihr los ist. Und das Umfeld merkt es eigentlich auch eher so, dass alle denken, oh, die ist total betrunken oder der ist total betrunken.
was allen Frauen und Mädchen, die hierher kommen und der Meinung sind, dass sie vielleicht K.O.-Tropfen gekriegt haben oder wo das so im Gespräch rauskommt, was die gemeinsam haben, ist im Grunde daran zu leiden, dass sie keine Erinnerung haben. Weil das nämlich bedeutet, wenn jemand sexuelle Gewalt erlebt oder sexuelle Übergriffe, ist es eh schon so, dass die Kontrolle verloren geht. Aber wenn dann noch K.O.-Tropfen im Spiel sind, dann ist das Schlimme daran, dass es praktisch überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Situation gab. Das heißt, die Frauen und Mädchen, die wissen gar nicht, wie habe ich mich verhalten, habe ich was gesagt, habe ich wenigstens versucht, mich zu wehren, wie habe ich gewirkt, hat es jemand eventuell gefilmt und stellt es jetzt ins Netz. Also die wissen gar nichts, auch nicht, wie sie sich verhalten haben, und das ist ganz schwer auszuhalten. Und das führt dazu, dass die lange Zeit zum einen nicht mehr Leuten trauen, wo bin ich sicher, weil das ja meistens Bekannte oder Freunde waren, aber sie trauen sich auch selber nicht mehr richtig über den Weg. Und das ist eigentlich das Schlimme, weil sich selber sozusagen zu verlieren, ist eine ganz schwere Folge von Gewalt unter Einfluss von K.O.-Tropfen. Vor 2 Jahren ungefähr kam eine junge Frau hier in die Beratung, die auf dem Heimweg war, schlecht gelaunt, Stress mit ihren Eltern, davon hat sie erzählt, und hat dann 2 junge Männer kennengelernt, die gesagt haben, ob sie Lust hat, noch mit ihnen was trinken zu gehen. Die sind in die Tankstelle gegangen, haben sich was gekauft, und sie ist dann mit ihnen gegangen in eine Art Lagerraum, wo sie auch manchmal Feste feiern, und da ab dem Moment, wo sie praktisch auf der Couch sitzen und quatschen, gibt's einen Filmriss und sie weiß nichts mehr. Und am nächsten Tag ist die nächste Erinnerung, die sie hat, wie sie auf einer öffentlichen Verkehrsinsel von 2 Polizeibeamten geweckt wird, die halt sagen, oh, du kannst hier nicht deinen Rausch ausschlafen, wir nehmen dich jetzt mal mit zur Polizei. Da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das Einzige, was sie getrunken hatte, war eben so ein Mixgetränk, und davon konnte sie nicht so betrunken sein, dachte sie. Dann hat sie aber doch 2-3 Tage gezweifelt daran, und als sie dann zur Rechtsmedizin gegangen ist, um sich untersuchen zu lassen, konnte man eben gar nichts mehr feststellen. Sie hat die 2 Männer trotzdem angezeigt, das Verfahren läuft aber immer noch. Das ist ein Beispiel aus unserer Arbeit im Frauennotruf. Ein anderes Beispiel war, wo eine junge türkische Frau erzählt hat, dass sie, nachdem ihr Vater gestorben war, eben sich mit einem deutschen älteren Mann getroffen hat, den sie von der Arbeit her kannte und den sie als väterlichen Freund sah. Der hat sie dann auch zum Mittagessen eingeladen. Und sie haben vorher in dem seinem Büro, sonntags, wo allerdings sonst niemand im Gebäude war, noch was getrunken. Also sie hat das so in Erinnerung, dass es ein Wein mit Sprudel war, aber mehr Sprudel. Und dann ist die letzte Erinnerung, die sie hat, eben, wie sie mit dem das Haus verlässt. Und dann erinnert sie sich erst wieder am Abend, dass sie zu ihrer Schwester gesagt hat beim Heimkommen, ist es jetzt Abend oder morgen? Dann ist wieder ein Filmriss. Und am nächsten Tag ist ihr dann klar gewesen, dass irgendetwas passiert ist, wo sie keinen Überblick hat. Und das Blöde an der ganzen Sache war, dass sie überhaupt nicht wusste, was ist da jetzt eigentlich gelaufen,
bin ich einfach nur mit in ein Restaurant und weiß es nicht mehr? Ist irgendetwas zwischen uns beiden gewesen? Und das Problematische daran war, dass sie lange Zeit, also über mehrere Tage gedacht hat, sie kann es nur von ihm erfahren und hat ihn immer wieder angerufen oder Kontakt zu ihm gesucht, bis sie eben schließlich dachte, okay, da muss irgendetwas gewesen sein, dass er mir was ins Glas gemacht hat und ist dann eben hier in den Frauennotruf gekommen, um unsere Einschätzung dazu zu hören als Fachstelle. Wichtig ist es, wenn ihr mit Freundinnen und Freunden weggeht, mit eurer Clique abends, dass ihr aufeinander achtet und verantwortlich auch füreinander seid und ein Bewusstsein einfach darüber habt, dass was passieren könnte. Wichtig ist es, dass ihr eure Getränke nicht aus den Augen lasst. Also sprich, am besten ist es eigentlich, wenn ihr euch Flaschengetränke holt und keine Gläser, denn da ist die Gefahr einfach geringer, dass jemand was reinschütten kann. Und ihr habt da mehr Kontrolle einfach drüber, weil ihr die Flasche meistens sowieso in der Hand habt, eigentlich den ganzen Abend. Wenn ihr euch benommen oder schwindelig fühlt, holt euch Unterstützung bei Freunden, bei einer Freundin. Verlasst einfach die Veranstaltung oder den Ort und ja, achtet einfach aufeinander, seid füreinander da und hört auch darauf, wenn der andere sich unwohl fühlen sollte oder die andere. Hey! Süße? Alles in Ordnung? Was ist denn los mit dir? Sollen wir lieber nach Hause gehen? Hm? Sollen wir nach Hause gehen? Ja? Komm, wir gehen so. Alle Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, Übergriffe oder Vergewaltigung oder Missbrauch, und auch die, die das eben unter Einfluss von K.O.-Tropfen erlebt haben, schämen sich total und alle fühlen sich mitschuldig. Das ist ganz oft der Grund, warum Frauen und Mädchen sich so schwer tun, darüber zu sprechen, was ihnen passiert ist. Das können sie weder im Familien- noch im Freundinnen- oder Freundeskreis gut, noch in der Beratungsstelle. Aber wenn sie es schaffen, darüber zu sprechen, entweder mit einer Freundin oder eben in einer Beratungsstelle wie bei uns, dann ist es tatsächlich ganz oft der Fall, dass sie relativ schnell merken, es geht mir besser. Ich kann das besser einordnen, was passiert ist. Darüber zu reden heißt, es wird irgendwie real, aber ich kann dann auch anfangen zu überlegen, wie will ich weitermachen. Und sie können natürlich auch ganz konkrete Tipps kriegen, was hilft, wenn ich sowas erlebt habe. Wenn ich relativ schnell etwas machen will, sagen wir mal Anzeige oder das feststellen lassen, dann ist es wichtig, ziemlich eilig in die Rechtsmedizin zu gehen. Dort kann man nämlich bis zu, ich sage jetzt mal 12 bis 24 Stunden nachweisen, ob mir jemand ins Getränk etwas reingemacht hat. Es ist aber wirklich nur in dem Zeitraum möglich, das nachzuweisen, weil es ganz flüchtig ist. Und von daher ist es wichtig, relativ schnell eben irgendwo hinzugehen. Aber das kann auch der Frauennotruf vermitteln. Im Prinzip kann es jeder sein, der euch K.O.-Tropfen ins Glas oder ins Getränk schüttet, Freunde, Bekannte, Verwandte. Ohne Panik verbreiten zu wollen, wichtig ist, dass ihr einfach ein Bewusstsein darüber habt, dass das passieren kann und dass ihr darauf achtet
und dass ihr nicht einfach ganz unbeholfen abends weggeht und denkt so, das kann mir nicht passieren, das kann jedem passieren und auch überall. Darüber hat man nicht die Kontrolle und da ist man auch nicht verantwortlich für, wenn das passiert. Aber wichtig ist einfach, dass ihr ein Bewusstsein dafür habt. Aber wenn die Wache, man kann es holen, was? Aber wenn die Wache, man kann es holen, was?